Also nochmal herzlich willkommen von der IG Regionalia im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, eine Interessensgemeinschaft, die sich speziell mit dem Thema Regionalia beschäftigt. Und wir sind der Meinung, dass Regionalia Türöffner sein können im Buchladen und wollen das gerne gemeinsam verstärken. In dieser Gruppe sind ungefähr 100 Verlage aus ganz Deutschland beteiligt. Das sind kleine Verlage und auch große Verlage. Unser gemeinsames Thema ist einfach Regionalliteratur. Das können Krimis sein, das können Ausflugsführer, Reiseführer sein, aber eben auch Kochbücher oder geschichtliche Sachen und oder historische Sachbücher. Also gut, das Thema Regionalia ist sehr breit aufgestellt und ja, es fehlt hier in der Runde noch ein Verleger, der eigentlich dann, genau, Lothar Wegel von Krömerhaus, der also auch diese Bandbreite repräsentiert. Der Börsenverein, das hat sich auf die Fahnen geschrieben, in loser Folge, aber regelmäßig, das mehr über unsere Sorgenthemen zu sprechen, als da wären ja, jetzt Frequenzverlust in den Innenstädten, Leserrückgang, Immobilienthemen, alles Mögliche rund ums Buch. Und dazu gehört diese Veranstaltung jetzt heute Abend auch. Also es ist praktisch die Auftaktveranstaltung zu dieser Reihe. Und gleichzeitig unsere Jahresauftaktveranstaltung im IG Regionalia. Und wenn jemand hier aus dem Publikum gerne noch bei der IG Regionalia mitmischen möchte, meldet sie oder er sich gerne bei Simon. Unser Thema heute ist, wie können wir unsere Innenstädte wiederbeleben? Welche Rolle spielt der Buchhandel als Kultur-, Bildungs- und Begegnungsort? Und wir werden zuerst einen Kurzvertrag von Herrn Duberle hören zur Vorstellung Hanau aufladen, ein bestimmtes, sehr bemerkenswertes Innenstadtkonzept, das Sie mit initiiert haben, vermute ich mal, als Projektleiter. Ja, jetzt muss man gerade den Hinterwickel überschlagen. Gerade Ist gerade gekommen. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Dann schwätze ich so lange noch ein bisschen, Herr Bitter. Oder wie wir sagen, babbeln noch ein Sie bisschen. babbeln noch ein Babbeln bisschen. in der Regional in Hessen. Aber Bitter, Entschuldigung, Sie kommen aus einer Gegend, wo man schwätzen sagt. Also meine Eltern sind so Dedendeutsche und das war noch Schwaben. Deswegen ist der Name Ach. Biberle, aber ich bin aufgewachsen hier in Hessen. Deswegen ist sie babbeln. Ich bin Ja. nicht Das passt gut. Sie sind der Leiter des Stadtmarketings. Kommt ruhig zu uns, bitte hier rechts, wie die rechte Seite. Martin Biberle ist der Leiter des Stadtmarketings und will mit Pop-up-Stores Energien freisetzen und Potenziale aktivieren. Stimmt das? Hallo Lothar Wekel. Entschuldigung. Ja, Aber es war ein furchtbarer Stau auch bei mir. ich habe zu Gut, dass du es wenig jetzt, Puffer. gut, dass du es geschafft hast. Ja, es war auch Lothar Wekel vom Verlagshaus Römer W. Wir sind gerade noch bei der Podcast-Szene, deswegen mache ich gerade bei Herrn Bieber noch ein bisschen weiter und komme. Unbedingt. Es gibt hier Wasser, Super. regionales Leitungswasser. Perfekt. Es gibt aber auch Das klingt an. regionalen Traubensaft und regionalen Rotwein. Sie dürfen sich gerne bedienen hier im Publikum. Sie haben Pech, dass Sie nicht kommen konnten. Es ist natürlich ein Rotwein aus meinem Ort, aus Rheinhessen. Wir babbeln auch ein bisschen. Ja. Ja, also Ihr Konzept, Hanau aufladen. Ihr Statement, was mir aufgeschrieben: Handel braucht neue Nachbarn,
Dafür müssen die behördlichen Genehmigungsverfahren einfacher werden. Da, also steige ich direkt ein. Ich habe eine kurze Frage an die Regie. Macht ihr noch den einen mit der Film Einstieg oder ohne Film? Ich habe gar keinen Film gekriegt. Okay, dann haben wir auch keinen Einstieg. Ja, dann machen wir das mit. Einfach mit. Genau. Erstmal herzlich willkommen und herzliche Grüße aus der Brüderkünstler Hanau. Wie beschrieben, ich heiße Martin Güberle und kleine Besonderheit auch für den Diskurs. Ich bin in Hanau zuständig für sämtliche Stadtentwicklungsthemen und für Stadtmarketing. Also wir denken, dass in Hanau seit vielen, vielen Jahren die Dinge zusammengehören und zusammenhängend diskutiert werden müssen. Wenn ich auf das Statement zurückkomme, würde ich es gerne ein Stück variieren. Das Thema Innenstadt und Innenstadtverlebung und wie es mit Innenstadt weitergeht, treibt uns in Hanau seit vielen, vielen Jahren um, wie glaube ich ja viele andere auch. Wir haben ganz unterschiedliche Phasen hier hinter uns. Wir haben 2007 begonnen mit einer ganz, ganz, ganz großen baulichen Veränderung der gesamten Innenstadt. Die war schon damals auch getrieben von der Frage, wie man Frequenzen zurückholt, wie man die Innenstadt neu wiederbelebt. Und der Stadtumbau, der von Wohnen, Kino, Einkaufsmöglichkeiten, Bus, Mobilität, alles eigentlich umfasst, was so das ausmacht, war damals auch schon sehr geprägt von dem, dass wir natürlich Kultur auch in die Innenstadt holen wollen. Wir haben ein großes Kulturforum mitten im Forum am Freiheitsplatz mitentwickelt. Und dass es auch immer um Themen gehen muss, dass Menschen unterschiedliche Situationen haben, warum sie eine Innenstadt besuchen. Bevor ich zu Hanau Aufladen komme, würde ich gerne im Laufe der nächsten kurzen Minuten zwei, drei, vier Thesen formulieren, über die man dann auch vielleicht so ein Stück streiten kann. Die erste Frage ist ja immer, warum, also Hanau Aufladen ist ein Programm der Stadt, kostet Geld, kostet Ressourcen, wir haben einen sehr engagierten Crew bei der Hanau Marketing GmbH, die das alles macht, mit Kombination mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Stadt. Und die erste Frage ist ja immer, ist das denn berechtigt, dass man Steuergelder in die Hand nimmt, um der Spiegel, das wollte ich mal so gesagt, subventionieren wir ein Gespenst hinterher. Und da gibt es in Hanau, zum Glück will ich sagen, ausdrücklich parteiübergreifend, seit vielen, vielen Jahren einen Konsens, dass die Frage, ob die Innenstadt funktioniert, ich komme dann zur Frage, was funktionieren vielleicht heißen kann, dass das eben eine ganz zwingende, eine öffentliche Aufgabe sein muss. Wenn es nur darum ginge, die Frage zu klären, wie wir uns alle versorgen mit Gütern und Dienstleistungen, dann könnte man ja auch, gibt den einen oder die andere, die das vielleicht rein ordnungspolitisch auf sich sieht, sagen, naja, wenn alle Leute verhaltensgestört sind und nur noch im Netz kaufen, ne, warum brauche ich dann den Dieter, also meine Lieblingsbuchladen hier, die ganzen Leute, das brauche ich alles, ich kann ja auch alles bei Amazon bestellen. Und wenn es nur darum geht, ob ich Paprika kaufe beim Aldi oder auf dem Wochenmarkt, dann würden halt die Menschen mit den Füßen abstimmen. Und dann ist das dann so. Die These, die wir hier vertreten, ist, dass das nicht so ist, weil es geht nicht nur um die Frage Versorgung, sondern es geht darum, dass eine lebendige Innenstadt ein Stück europäisches Kulturgut ist. Wir haben ja alle, glaube ich, so wie Sie hier sitzen oder viele, viele Menschen, die eine Vorstellung, was Stadt ausmacht. Die Stadt macht eben mehr aus als nur kaufen, sondern Stadt ist ein Ort der Begegnung, der Auseinandersetzung. Übrigens, wenn es keinen auch Ort mehr gibt, wo Menschen hinkommen und sich auseinandersetzen, schimpft auch niemand mehr das Rathaus, beim Chibo oder sonst wo. All das wäre schade, alles das wäre öd und hat nichts zu tun mit dem, wie wir Innenstadt auch begreifen als Ort, der eine ganz wichtige soziale und gesellschaftliche Funktion hat, die weit über das Thema hinausgeht. Von daher ist es notwendig und wichtig, eine Innenstadt auch am Laufen zu halten. Wir haben in Hanau im Nachklapp zu unserem großen Stadtumbau das Hanau Aufladen in Gang gesetzt seit zwei, drei Jahren. Das Hanau Aufladen hat im Kern drei Säulen Bestand. Das heißt, wir helfen so gut wir können den Unternehmerinnen und Unternehmern, die alteingesessen hier in ihrem Geschäft betreiben. Wir haben ein großes Konjunkturprogramm gehabt im Kontext des Corona-Themas mit Grimmschecks. Wir unterstützen Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn sie sich digital aufstellen. Wir machen Werbekampagnen, großartige Fotos gibt es hier von wieder auch und Kampagnen und unterstützen selbstverständlich den Staat. Der zweite Teil ist, dass wir mit Pop-ups Unternehmen, wir Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen, die
wagen wollen, in diesen Zeiten ein Unternehmen aufzumachen, einen Laden aufzumachen, weil sie wissen, dass klassische Buchhändler, aber auch die vielleicht Gastronomen von nebenan oder auch eine Unternehmerin mit ganz anderen Themen, wenn sie heute einen neuen Laden aufmachen will und geht zur Bank und sagt, ich möchte für 5 Jahre einen Vertrag unterschreiben und ich muss 40 Euro pro Quadratmeter zahlen, und ich weiß überhaupt nicht, ob das zu meinem Leben passt, ob das überhaupt funktioniert. Das geht nicht mehr. Diese Schwelle, da im Markt überhaupt reinzugehen, ist so hoch, dass das nicht mehr funktioniert. Also unterstützen wir, indem wir selber Läden mieten, über die Hanau Marketing GmbH und zu, oder Immobilien kaufen, komme ich gleich zu. Wir kaufen gerade ganz heftig in der Innenstadt Immobilien ein, über die Stadtentwicklungsgesellschaft. Und zu vernünftigen Konditionen Unternehmerinnen und Unternehmer ermöglichen, in den Markt überhaupt reinzugehen. Eben über Pop-up-Möglichkeiten, aber auch Newcomer, wie wir das nennen, Mietzuschuss gewähren und. Das heißt, wir versuchen Behördengänge also erleichtern. Also wir wollen Menschen helfen, das hier auszuführen, Hanau auszuprobieren, das Geschäftsleben auszuprobieren. Und das funktioniert so gut, besser als wir es vielleicht erhofft haben. Wir haben im letzten Jahr 8 solche Pop-up-Geschäfte in dauerhafte Mietverträge überführt. Das ist für eine 100.000 Einwohnerstadt eine riesige Quote. Ob die jetzt alle die nächsten 2 Jahre überleben, kann keiner sagen, weiß keiner. Aber wenn wir das nicht unterstützt sind, gäbe es die alle nicht. Und zwar mit ganz unterschiedlichen Themen. Das ist dann Lotte im Glück. Mit Secondhand bis hin, dass wir ein wunderbares professionelles Konzept Wohnlust aus Fulda zum Beispiel hier angesiedelt haben. Das Spektrum ist sehr breit. Die dritte Säule von Hanau Aufladen ist, dass wir uns mit Immobilien beschäftigen. Die Stadtverordnetenversammlung hat 2019 schon eine Vorkaufsrechtssatzung beschlossen. Und wir kaufen, also wir betrachten jeden Immobilien, der in der Stadt stattfindet. Und wir kaufen tatsächlich auch über Vorkaufsrechte, gehen wir in Spekulationsgeschäfte rein, stören die und erwerben auf dem freien Markt Immobilien. Wir haben für rund über 20 Millionen Euro in den letzten 2 Jahren Immobilien in der Innenstadt erworben, Schlüsselimmobilien. Warum tun wir das? Also wenn wir sie erwerben, heißt das über eine GmbH, es kostet den Steuerzahler nichts. Ich müsste also als Geschäftsführer wie jeder andere auch auf einer Bank die Rendite nachweisen. Der Unterschied ist, dass wir eine schwarze Null brauchen und nicht mehr. Und dass wir fest daran glauben, dass es ganz wichtig ist, dass Städte ein Stück zurückgekauft werden von den Bürgerinnen und Bürgern. Weil, das ist die zweite These, Der reine Markt, ich bin Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, ist keine Frage, aber die reinen Marktmechanismen in den letzten Jahren, ganz eindeutig zu beobachten, These, zerstören unsere Innenstädte. Es war so viel Geld unterwegs und es haben so viele seltsame Fonds aus, hast du gesehen, aber auch seltsame Gestalten in unseren Städten eingekauft. Wenn wir das beobachten und sehen, zu welchen Preisen Immobilien gekauft werden, wo der normale kaufmännische Hintergrund, ich bin dann auch mit dem nachhaltigen Nutzen, meine Immobilie irgendwie am Laufen hat, überhaupt keine Rolle spielt. Und das auch zur Folge hat, dass dann unten im Gewerbeteil Nutzungen reinkommen, die alle ihre Berechtigung haben. Aber wenn sie in der Innenstadt nur noch zum Friseur gehen können oder ihre Nägel machen können und nur noch Handys holen und nur noch gute oder schlechte Croissants kaufen können, dann hat das nichts mehr zu tun mit dem, was wir in der Innenstadt haben. Und dass der Marktmechanismus nicht funktioniert, das zeigt auch, dass wir nicht mit Leerstand zu kämpfen haben, sondern in den 1A-Lagen werden für 40 Euro pro Quadratmeter Konzepte realisiert, wo sich dann jeder fragt, wie funktioniert das eigentlich? Also Botschaft ist, wir gehen in den Immobilienmarkt, kaufen ein, weil wir nur darüber auch dauerhaft und nachhaltig vernünftige Konzepte, die ganz vielfältig sein können und sollen und die auch nichts mehr zu tun haben mit, das muss alles das hochwertige Tralala sein, sondern einfach Vielfalt. Das ist wirklich ein, das sind so die drei Grundsäulen, mit denen wir im Augenblick in Hanau unterwegs sind. Also sehr verkürzt jetzt. Sehr, sehr verkürzt, aber schon sehr eindrucksvoll. Wenn Sie also Mietverträge zu Pop-up-Stores zu dauerhaften Mietverträgen umwandeln konnten, dann ist das ja ein Zeichen für Ihren Erfolg dieses Konzeptes. Und ich denke mal, das wäre ohne das Kaufen von oder Zurückkaufen wahrscheinlich von Immobilien so ja auch nicht möglich gewesen. Also,
glaube nicht, dass Immobilienhaie ihre Immobilien für sowas hergeben würden. Also absolut. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir wirklich Städte wieder ein Stück auch denken, als wenn man der ersten These folgt, dass es überhaupt eine öffentliche Aufgabe ist oder ein gesellschaftliches Ziel ist, Innenstädte mit ihren vielfältigen Nutzungen zu denken und zu unterstützen, dann gehört es auch dazu, dass wir oder es zwingt, dass wir uns mit der Hardware, mit den Immobilien beschäftigen und auseinandersetzen. Was auch dazu gehört ist, vielleicht die PS3, wenn ich es nicht vergesse. Natürlich ist uns bewusst, und dass wir 2023, 2022 Innenstadt, Stadtentwicklung generell anders zu denken haben, als wir es vielleicht 2019 gemacht haben. Das ist vollkommen klar. Also wir müssen uns immer, was die Welt ändert sich, also müssen wir auch unser Verständnis von Stadt verändern und anpassen. Die Unternehmerinnen und Unternehmer müssen permanent, können auch nicht sitzen bleiben und sagen, aber 1984 ist doch alles super gewesen und warum soll ich mich jetzt ändern? Ja, also Veränderung ist Voraussetzung notwendig. Aber es kann auch sein, an der einen oder anderen Stelle, dass die veränderten Rahmenbedingungen, die wir haben, auch Raum schaffen, ohne dass sich dieses in jeder Chance, es ist eine Krise, also jede Krise hat ihre Chance oder so, da so herblubbern will. Aber es ist natürlich so, dass wir erleben, dass durch die veränderten Rahmenbedingungen auch Dinge möglich werden, die wir vielleicht vor 3-4 Jahren so nicht gedacht haben. Das heißt, die Filialisierung unserer Städte, auf die wir ja viele Jahre auch Leute nicht, das ist super, wenn man wieder einen großen Expansionsleiter in der Esprit, keine Ahnung, sein nächstes Filial aufmacht. Das ist vorbei, das wird es nicht mehr geben, von denen kommt keiner mehr, also kaum noch irgendwo hin. Dafür entsteht aber vielleicht wieder Raum für Dinge, die wir sonst noch aus dem Auge verloren hätten. Also wir kommen vielleicht wieder mehr zurück zu den, die das, also zu dieser Form von wo das Handeln ein Teil ist, aber das gemeinsam hier stöbern und Wein trinken und reden und alles Mögliche und das auch zum Teil vielleicht diese Veränderung auch Raum aufmacht für Möglichkeiten, die wir vorher nicht gesehen haben. Also es ist nicht nur schlecht, glaube ich, dass wir uns hinterfragen müssen. Mhm. Darf ich eine Frage stellen? Ja, gerne. Sie haben gesagt, der Expansionsleiter von einer Kette, die käme nicht mehr. Das ist für mich relativ neu, weil ich mich nie mit beschäftigt habe. Was sind die Gründe da? Die Gründe sind, dass durch Corona große Handelsketten, also auch These und nicht absolut, und ich will auch mir nicht anmaßen, hier der Experte für bundesweiten Handel zu sein, aber das sollten wir so wahrnehmen und im Dialog mit vielen, vielen, die darüber mehr wissen, als ich wahrnehme, ist, dass durch Corona viele der großen Ketten wahrgenommen haben, dass sie eigentlich im Internet viel besser und günstiger und mit größeren Margen ihren Kram verkaufen können, als mit dem stationären Handel. Stationärer Handel ist einfach anstrengender. Ja. Du musst Laden haben, du musst Personal haben, du musst bla. Und die haben jetzt über Corona mit diesem Lockdown und allerlei wirklich können in Zukunft wie Expansionspläne komplett auf Eis gelegt werden und ein richtiger Schwenk passiert. Das wird natürlich jetzt aktuell nochmal befördert durch die Konsumbefürchtungen, Inflation und. Also es gibt so einen Trend, dass große Filialen eher zurückhaltend sind, bis hin komplett bundesweit abbauen und reduzieren. Mhm. Der sechste Zeil, die umsatzstärkste Einkaufsstraße Deutschlands, hat man früher immer gesagt, hat heute Probleme, die man vor 4 Jahren also niemals diskutiert hätte. Ja. Da kann man natürlich auf das Thema Buchhandel sehr gut umwenden, weil ich glaube, Herr Dausin hat es sehr gut beweisen können, dass also mit persönlichem Engagement, mit persönlichem Service auch an den beiden Kunden auch die Corona-Krise zu meistern gewesen ist für eine Buchhandlung wie Ihre. Und ich habe ein Zitat von Herrn Biberle über Sie. Und er hat mal über Sie gesagt, der Kümmerer für den Bestand. Ah ja, okay. Sie haben die Buchhandlung 1977 übernommen. Mhm. Und ich glaube, sie war immer hier an diesem Platz. Nicht ganz. Nicht ganz. Okay. 84 kam sie hier. Umgezogen. Ja. Und sie haben in den letzten 7 Jahren 5-mal den Deutschen Buchhandelspreis gewonnen.
das heißt ja unglaublich viel. Ja. Also da muss man gar nicht mehr, also einfach nur Bravo, Information. Ja, ich habe wirklich gedacht, also jetzt nach dem fünften Mal, ne? Es ist ja so, man macht ja das, was man halt macht. Ne? Und ich, wie Sie schon sagen, sehr lange, seit 1984 jetzt hier am Freiheitsplatz und so, und wir machen so, ja, unser Ding. Wir versuchen natürlich für die Kunden das Beste zu erbringen, für die Kunden, denen unser Konzept gut gefällt. Also es ist schon immer unser Konzept. Wir richten uns jetzt nicht danach aus, was irgendwie woanders funktioniert oder so, sondern wir machen unser Ding. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Den Stimmungspreis, genau. Und dann denken wir, ja, was ist das so toll oder so, ne? Und wir merken, wir kriegen gutes Kundenfeedback, ja, und der Umsatz entwickelt sich in aller Regel positiv. Aber man hängt es ja gar nicht so hoch, ne? Und wenn man dann schon zum fünften Mal, dann denkt man so, also irgendwie, was muss da dran sein? Weil die Jury ändert sich ja auch und die gucken alle immer wieder neu da drauf, auf das, was wir da einschicken. Ja, es ist schon irgendwie dann sehr schön, schon eine sehr schöne Bestätigung, ja. Und Sie haben aber während dieser Corona-Zeit ja auch Ihren Online-Handel wahrscheinlich ausgebaut und trotzdem aber eben nicht alle Kunden online verloren oder ins, irgendwie ins Nirvana verloren, sondern die Kunden kommen nach wie vor oder immer verstärkt weiterhin zu Ihnen. Ja. Also Sie haben, glaube ich, Erfolg zu versuchen. Also die Corona-Zeit war für uns eine absolute Boom-Zeit. Und weil halt es doch so eine Besinnung darauf gab, oh Gott, die müssen zuhaben, war ja unser erster Gedanke auch, ja. Sofort Überbrückungshilfe beantragt, später wieder zurückgezahlt, weil gar nicht nötig war. Und so war eben der Effekt bei den KundInnen dann auch, dass sie gedacht haben, Gott, wir müssen jetzt mal hier irgendwie dafür sorgen, dass die überleben können. Und dann stand das Telefon nicht still und die Website lief sich heiß und so weiter. Und wir haben das Zeug verschickt, ausgetragen und so. Also das war eine absolute Boomzeit. Online aufgestellt sind wir schon viel, viel länger. Also 1997 haben wir, seitdem haben wir unsere Website natürlich jetzt mal erneuert seitdem. Und aber das hat nochmal so wirklich einen Schub mit sich gebracht. Ja, und insofern, was Martin gesagt hat, ja, wir sind schon lange, also Bestandsladen jetzt hier. Ja. Und ich finde aber auch, oder möchte es noch ein bisschen vielleicht verstärken oder illustrieren, was Martin Bieberle gesagt hat. Und das fand ich jetzt auch wirklich einen sehr, sehr interessanten Gedanken, dass man sagt, okay, die Flächen der Filialisten und so, das ist eher jetzt so eine schwierige Phase und da werden wirklich Räume frei und zwar in Top-Lagen, ja, wo jetzt Konzepte aufmachen können, die früher, also bestenfalls irgendwo an der Peripherie, gibt ja überall in den Innenstädten dann so Straßen, wo dann einfach nichts mehr los ist und wo auch nichts mehr wird, ja, das kannst du nicht mehr retten irgendwie. Und aber wirklich in Top-Lagen machen jetzt hier Läden auf durch dieses Programm, die halt Inhaber geführt sind, die originelle Konzepte haben. Die nehmen ja auch nicht jeden, sondern die nehmen originelle Konzepte, die in Hanau noch nicht da sind. Und das ist natürlich eine Riesenchance. Also das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Es geht nur, weil halt die Stadt eben das sozusagen dann zeitlang bezuschusst und dann sich das entwickeln wird. Was ja auch ein super Projekt ist, muss man sagen. Kann man auch googeln. Ja. Filmchen haben wir jetzt nicht. Ist das Tacheles, das Kunstkaufhaus, was wirklich in einer absoluten zentralen Lage in der Fußgängerzone von Hanau Marketing eröffnet wurde. Eine große Fläche, wo früher ein Schulladen, glaube ich, alles drin war. Und da ist Hanau Marketing reingegangen und hat dieses Kunstkaufhaus eröffnet, was lokalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gibt, ihre Produkte dort auszustellen. Und da gibt es auch ein Limit, das darf jetzt nicht, wenn es über kann, die das gar zu teuer sein. Und die kriegen eine Provision dafür, sind vielleicht welche, die nicht so in die Galerien reinkommen. Nein, da gibt es nicht so viele Galerien, wo man reinkommen könnte. Und so ist das für das Hanauer Publikum, für die Stadt, eine super Bereicherung in einer ganz zentralen Lage. Und für die Künstler natürlich toll. Und ich als Kunden habe auch ein paar Sachen da gekauft. Ist das eine super Sache. Und solche Projekte, die kann man nur machen, wenn Ressourcen da sind seitens der Stadt. Und man sagt, das wollen wir jetzt mal hier etablieren.
Und dann kann sowas entstehen. Soweit ich weiß, war das auch tatsächlich ein leerstehendes Kaufhaus, was da zum Tacheles zu diesem Kulturkaufladen umfunktioniert worden ist. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld auch die Stadtmarketing-Seite im Internet angeschaut. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, weil wir werden gleich noch ein bisschen mehr zu den einzelnen Programmpunkten kommen, wie Grimcheck und so weiter. Aber da findet man schon so viele Ideen, was man alles anstellen könnte in einer Stadt. Ja, vielleicht hört ja auch irgendein Politiker zu und fühlt sich dann animiert. Das wäre besonders schön. Jetzt würde ich gerne den Lothar Wegel auch kurz mal zu Wort kommen lassen, damit die Runde richtig voll abgeschlossen ist. Du bist, dürfen du sagen, ihr duzt euch ja. Verleger aus Wiesbaden und von Verlagshaus Aden-Rümerweg. Du hast Geschichte, Germanistik in Bonn studiert. Hast dann aber eine Buchhandelslehre gemacht. Und das wusste ich vorher nicht, das fand ich auch ganz spannend. Okay. Ja, also du hast also hier den Blick von beiden Seiten sozusagen, aus Marktsicht wie auch aus Buchhandelssicht. Mhm. Und du hast dich viel bei Weltbild und Gondrom umgetan und bei Buchblock. Also es gab etliche Studien. Ja, und jetzt bist du aber eben machst das Verlagshaus Römerweg, zu dem die Verlage gehören Corso, Edition Erdmann, Marix Verlag, Waldemar Kramer, Weimarer Verlagsgesellschaft und die Berlin University Press. Also da hört man schon auch so ein bisschen raus, dass das auch viel mit regionalen Titeln zu tun hat. Es sind Regionalien im weitesten Sinne, es sind auch wissenschaftliche Bücher dabei, Kultur- und Geschichtsbücher, Reise, historische Reise, Judaika. Auch. Genau. Belletristik. Und dein Statement habe ich gefunden, also ich hoffe, es stimmt. Die Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Ja. So, jetzt. Deswegen danke, Ernie. Deswegen, ich hoffe, wir finden nachher noch die Gelegenheit, Ihnen zu wirklich gratulieren zu Ihrer Haltung, die Sie über Jahre jetzt schon umsetzen. Ich habe zwei ganz neue Impressionen. Die eine von heute. Ich habe tatsächlich in Wiesbaden den Pop-Up-Store der Stadt Wiesbaden mir angeguckt. Das ist eine kleine Gasse, 4 Meter breit, wo bis der Pop-Up-Store aufgemacht wurde, noch nicht mal die Straßenbeleuchtung angemacht wurde. Ja? Also in die Gasse geht man wirklich nur, wenn man geschoben wird. Ich höre hier, man macht das Kaufhaus in der Mitte an einem Superplatz, damit das Publikum es auch wahrnehmen kann. War ein bisschen traurig, denn die Idee der Galerie, die wurde natürlich in Wiesbaden auch umgesetzt und da kommt kein Mensch hin. Also das ist ein Pop-Up-Store, der wenig Perspektive hat. In Hannover waren wir Ende November, Anfang Dezember und durften auch mit jemandem von der Stadtentwicklung die Innenstadt ein bisschen ablaufen und hat uns die Entwicklung erklärt. Und markant ist mir einfach im Kopf geblieben. Hannover hat 7 große Warenhäuser gehabt. 3 stehen jetzt schon leer. Und der Kollege der Stadt Hannover sagte eben, dass alle Anstrengungen zu überlegen, was man jetzt machen könne, im Grunde genommen in Watte verlaufen, weil den Investoren aus irgendeiner fernen Region der Welt ist die Situation, wie sie im Moment ist, gerade richtig. Und mehr brauchen wir nicht. Also im Grunde grauenhaft. Ich habe es am Abend dann so ein bisschen überlegt, was könnte man machen. Und mein Vorschlag war, die hängenden Gärten von Babylon
paaren mit dem, was man Pflanzenkölle aus der grünen Wiese wieder zurückholt, mit vertikalen Gärten. Also ich konnte gar nicht aufhören, mir auszumalen, was man eigentlich aus so einem Warenhaus Monolithen in der Innenstadt alles gestalten kann. Aber auch das ist hier genannt worden, man muss es wollen. Und die gemeinsamen Ziele letztendlich, das ist das, wo wir auch in einer Art gesellschaftlichen Umbruch sind. Ne? Früher war es so, da hatten die einzelnen Fraktionen überhaupt nicht miteinander zusammengearbeitet. Da war eine dafür da, dass möglichst viele Häuser gebaut wurden, in möglichst große Flächen belegt wurden. Ne? So ein Kontextdenken, wie Sie es seit Jahren umsetzen, das war ja völlig unmöglich. Ja, wobei natürlich, hast du vollkommen recht, die Städte sind natürlich schon immer auch im Wandel gewesen. Also das ist mir auch so im Vorfeld nochmal so bewusst geworden. Das, was Sie hier gemacht haben in Hanau mit dem Forum, also eine Begegnungsstätte mitten in der Stadt aufzubauen. Und ich finde das super, dass der ZOP, der zentrale Busbahnhof, auch direkt dabei ist. So kommt man wirklich mit Leichtigkeit ohne Auto in die Innenstadt. Das ist auch ein Thema, was brisant ist, Mobilität in der Innenstadt. Und diese Begegnungsflächen, die müssen frei sein, sie müssen aber auch in Kultur bieten, sie müssen, so wie Sie am Anfang gesagt haben, also im besten Fall ein Begegnungsraum sein, ein Marktplatz, so wie man es eigentlich ursprünglich mal hatte, eine Agora, auf der alles stattfindet. Und dazu gehört dann eben auch Kultur. Fragezeichen? Ja, also ganz, ganz selbstverständlich und ganz, ganz unbedingt. Wir haben eine, also im Kontext unseres Stadtumbaus, der übrigens ein Stück auch dokumentiert, weil Sie sagen, Wandel, Städte sind ja alle gebaut worden, Nachkriegszeit, Hanau war auch komplett zerstört, als sehr autoaffine Stadt. Und wenn man sich die gute alte Zeit, in Anführungsstrichen, mal so Bilder oder Fotos anguckt, da hat man so eine Idee, dass es eigentlich irgendwann auch furchtbar hässlich war. Also die Frage, dass eine Stadt attraktiv sein muss, wie öffentlicher Raum gestaltet ist, all das hat irgendwann mal überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es war Funktionalität angesagt. Und eine Stadt wie Hanau hat dann auch einen relativ langen Prozess der Stadtzerstörung, der Schleichenden. Ich sage immer, das ist wie Bluthochdruck, tut nicht weh, man gewöhnt sich so dran über Jahre und irgendwann merkt man, was ist so? Und dann haben wir hier mit einer großen Kraftanstrengung diese Dinge hier verändert mit viel, viel Diskurs und Streit. Stadtentwicklung ist eine öffentliche Angelegenheit. Und es ist völlig ausgeschlossen zu glauben, dass es da so ein Piep, 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 wir machen ein Leitbild und alle haben sich lieb. Quatsch, sondern eine pluralistische Gesellschaft hat unterschiedliche Blicke. Und das heißt, es gab wieder eher heftigste Diskussionen und Auseinandersetzungen, richtigerweise. Und unter anderem war auch in Frage gestellt worden, ob wir eine so große Kultureinrichtung in der Stadt also mit finanzieren und bauen. Auch das war, ich bin fest überzeugt, dass heute das, also wenn Sie eine Chance haben, nach Hanau zu kommen, gehen Sie ins Kulturforum, großartige Situation. Muss man vielleicht noch mal ein bisschen die es nicht kennen, erklären sozusagen. Also der Freiheitsplatz war früher wesentlich größerer Platz und die Hälfte davon war Parkplatz. Mit schönen grünen Bäumen, im Sommer grünen Bäumen, aber es war eben eine Parkfläche. Ja. Und die Idee von der Stadt war, zu sagen, okay, hier haben wir wirklich ein Herzstück, da kann man was draus machen. Und da muss man auch natürlich Einkauf schaffen. Also es muss auch, sagen wir mal, der Kommerz, ja, der, also irgendwo muss die Kohle auch herkommen. Ja. Und dann gab es eben einen Prozess, wettbewerblicher Dialog, der relativ offen, ein relativ offener Bewerbungsprozess. Da gab es dann eben mehrere Konsortien und Investoren, die Vorschläge gemacht haben, wie soll das aussehen. Und Bedingung war, also ein Einkaufszentrum, okay, was auch nicht alle toll finden. Kommt ein bisschen auch drauf an, wie man es macht. Ja. Jetzt 5 einzelne Gebäude. Die Stadtbibliothek und andere Kultureinrichtungen müssen auch da rein. Ja. So war das sozusagen ein Deal. Ne? Da findet Kommerz statt, die Stadt hat Einnahmen und kann finanzieren eine neue Stadtbibliothek, die sich also um
Quantensprünge verbessert hat und die wirklich ein absolutes Herzeigeobjekt ist. Und da finden ständig Veranstaltungen aller Art statt, also kulturelle oder Informationsveranstaltungen, sonst was. Und sind eben noch ein paar andere kulturelle Einrichtungen dort in dem Forum, eben in dem Teil Kulturforum. Und das ist eben so eine Synergie, die da entstanden ist. Und dieser ganze Prozess ist auch damals, das will ich auch gerade mal erwähnen, schon von der Stadt her in dem Spirit angeleiert worden, dass es alles immer unter der Bedingung geht, A, Bevölkerung zu beteiligen, öffentlich zu diskutieren und B, die Akteure der Innenstadt mit einzubeziehen, also sprich Handel und Gastronomie. Und da gab es schon unglaublich viele Gremien und Beiräte und Rückkopplungsorgane, wo all diese Veränderungsprozesse diskutiert wurden und wo es auch für, also eine Stadt, die jetzt 5 Jahre Baustelle ist, mal hier, mal da, wir waren ja an der Sackgasse zum Teil, Straßenbelag wurde aufgerissen, alles, ja. Das ist natürlich eine super Belastung auch. Und gleichzeitig gab es aber eben auch viel Unterstützung seitens der Stadt, zu sagen, wie können wir das auch wieder ein Stück weit attraktiv machen. Dann gab es eine Aussichtsplattform, wo man in die Baustelle reingucken kann. So eine große Baustelle ist schon spannend auch. Ne? Und dann wurden einem Bauzäunen Läden vorgestellt und sowas. Also es ging immer so Hand in Hand und wurde immer mitgedacht von der Stadt. Was macht das mit denen, die da drin sind? Dann nicht alle diese Phase überlebt, das ist auch so, aber es gibt eben viel Neues auch jetzt. Ich glaube, das ist unbedingt notwendig, dass das also bei solchen großen Vorhaben Bürger und Beteiligte im weitesten Sinne mit ins Boot geholt werden und mitmachen dürfen. Aber es ist nicht selbstverständlich. Ne? Also was man als Kollegin auch hört von anderen Städten, wo irgendwie dann nachhaltige Straßen gemacht werden, ja, und die sitzen da und kann keiner mehr zu uns kommen und die Stadt macht hier nichts. Ja, das ist eines der größten Probleme, glaube ich, für kleine Unternehmen. Wobei ins Boot holen mehr noch wichtig ist, es ist eine Frage der Diskussionskultur, mit der wir da reingehen. Wir haben damals immer gerne den Häusermann, Soziologen zitiert, der gesagt hat, es geht nicht so drum, also generell bei Stadtmachen übrigens, so zu tun, als ob es die permanente Übereinstimmung herstellbar ist. Mhm. Sondern es geht um den zivilen Umgang mit der permanenten Nicht-Übereinstimmung. Weil Stadt ist immer der Ort, wo Menschen richtigerweise übrigens mit völlig unterschiedlichen Interessen, Werten und Ansichten aufeinander prallen und es miteinander aushalten müssen. Es gibt nicht die Stadt, wo es alle sagen, das ist toll. Also zum Beispiel, ne, die einen sind maximal autoaffin und sagen, der Biberle, sie haben da uns den Parkplatz weggenommen vorne. Also das ging sozusagen um 5 Plätze. Ich komme nie mehr in die Stadt etc. Also das ist oder die Bäume oder welche Form von Handel und. Also es geht darum, einen Diskurs zuzuladen, der transparent macht, um was es geht. Und dieser Diskurs am Ende dann auch dazu führt, dass deutliche Mehrheiten in Wahlen gesagt haben, wir wollen das. Aber es war schon auch eine heftige Auseinandersetzung. Also Stadtmachen heißt Auseinandersetzung zulassen und wollen. Aber es geht nur mit den Bürgern und nicht gegen den Bürger. Du kannst das nicht machen, indem du einen Bebauungsplan dann offenlegst im Rathaus und sagst, ihr habt jetzt 4 Wochen Zeit, den Bebauungsplan zu machen. Ja, und am Ende gibt es einen Formfehler und so war es in meinem Ort in Rheinhessen, ein kleines Örtchen, das nicht viel alte Bausubstanz hat, aber jetzt gerade im Moment wieder ein schönes altes 300 Jahre altes Fachwerk raus verliert, ein Preiswerthoch, weil einfach diese Behördengänge so ratzfatz über die Bürger hinweg bestimmen und die Kreisverwaltung da dann auch kein Interesse hat, noch zu intervenieren. Und in dem Fall hätte ich mir also so ein Vorkaufsrecht von Immobilien für die Stadt sehr gewünscht, aber dafür braucht die Stadt ja auch Geld.
nehmen. Also wie ich sagte, es ist so, dass wir die Immobilien auf dem freien Markt erwerben als GmbH, statt der Gesellschaft, bin der Geschäftsführer. Und ich muss wie jeder andere auch zur Bank gehen, nehme Darlehen auf und über die Mieteinnahmen refinanziert sich das. Diese Immobilienkäufe werden nicht finanziert aus dem städtischen Haushalt. Unterschied ist, muss keine Anleger eines Fonds bedienen. Das heißt, wir kommen mit einer schwarzen Null aus und damit ist das möglich. Und diese Immobilien werden dann die Mieter finden sie vorher oder machen sie die Konzepte für dann? Ja, wir haben ja zum einen in der Innenstadt haben sie immer oben auch in der Regel Wohnungen, Mietwohnungen, die also eine Refinanzierung allein daraus und dann je nachdem, wir haben ein Traditionsspielwarengeschäft zum Beispiel erhalten, 175 Jahre Spielwarenpartner hat aufgehört, haben wir die Immobilien gekauft, erworben vom Eigentümer und haben einen Spielwarenhändler von dem Glück gefunden, die jetzt das Spielwarengeschäft dort fortführt. Mhm. Oder wir gehen natürlich dann auch mal ins Risiko und dann kaufen jetzt gerade eine Immobilie, wo wir dann wissen, da gibt es einen Leerstand ab Juli. Dann kann es sein, wie immer, dass man ein halbes Jahr braucht, bis wir dann ein entsprechendes Konzept haben. Aber insgesamt ist es nicht so, dass das über den Bypass des Steuerzahlers finanziert wird, sondern ganz normal über die Mieteinnahmen, die wir am Ende haben. Ja. Fantastisch. Und man muss auch sagen, also die Stadt war bis vor, jetzt sind es vielleicht 10 Jahre, 8 Jahre oder so, unter dem Landesschutzschirm, ja, weil die städtischen Finanzen eben so schlecht waren, dass da dieser Schutzschirm drüber gestülpt wurde. Und das ging trotzdem Hand in Hand. Also man muss das wollen auch. Und Hanau war nicht sehr attraktiv, um hierher zu kommen. Also wir als Reiseführerverlag haben eigentlich auch einen kleinen Bogen bisher um Hanau gemacht. Muss sich ändern, wie ich jetzt feststelle. Diese Grundsätze nachlesen, nachdem Sie das, okay. Die Webseite, aber gerne auch sozusagen, wir können uns auch gerne kontaktieren. Aber das ist übrigens in der ganzen Bundesrepublik natürlich aktuell diskutiert, wie man auch mit so Immobilienthemen umgeht. Der Bundesgesetzgeber hat auch das Baugesetzbuch ein Stück dahingehend verändert, dass es leichter wird, für Städte Vorkaufsrechtssatzungen zu organisieren, weil sie auch die Möglichkeit eben bieten, Spekulationsgeschäfte zu verhindern. Also wenn eine Immobilie zu teuer verkauft wird, dann muss ich nicht diesen Vertrag übernehmen. Vorkaufsrecht heißt ja, ich darf in diesen Vertrag eintreten, sondern ich kann den Preis bestreiten über ein Gutachten und sagen, ich habe 1 Million zu hohen Preis gezahlt, wir kaufen die Immobilie für weniger Geld. Also würde jetzt zu weit führen, aber der Mechanismus ist gut, aufwendig, kostet Zeit, kostet Geld, also im Umgang. Aber am Ende geht es immer ein Stück auf, von wem gehört eigentlich die Stadt? Also im Idealfall sind wir ja unterwegs, alles, was wir hier gemacht haben, im Stadtbau sind 400 Millionen Euro verbaut worden, davon fast alles privatwirtschaftlich organisiert. Das heißt, im Idealfall arbeiten wir natürlich gerne mit guten regionalen oder auch überregionalen privaten Partnern zusammen, die einfach seriös sind. Es geht nicht darum, dass wir sozialistische Tendenzen haben, aber der Markt alleine richtet es, was die Innenstadt angeht, glaube ich nicht. Möchten Sie noch mal ein bisschen mehr erzählen von dem Programm, den einzelnen Programmteilen, wie Grimcheck, dann, also die Förderung hatten Sie schon erwähnt, weil der Grimcheck, der ist ja jetzt auch, kommt ja auch der Buchhandlung wahrscheinlich zugute. Da können Leute. Also das Programm, das wir insgesamt seit vielen, vielen Jahren, die Hanau Marketing GmbH gibt es seit 2004 und also immer permanent weiterentwickelt was wir hier machen, wir haben von Veranstaltungen, Musiker in der Innenstadt und also das ganze Programm, was Sie vom Stadtmarketing kennen. Unser Wochenmarkt, Werbeteil, ist der schönste Wochenmarkt Hessens, sage ich, weil es stimmt, ja, weil es stimmt. Und ist nur Wochenmarkt unterstützt. Oh, der wird gerade ganz rot. Nein. Hessen war beschweren sich. Der Hanauer Wochenmarkt ist der schönste und größte, der schönste in Hessen. In der schönste. Ja. Also, diese ganze Palette führe ich jetzt nicht aus, das machen wir ganz gut. Unter anderem seit vielen Jahren ein Gutscheinsystem, das heißt eine eigene Währung. Das ist der Grimcheck. Sie verschenken 10,50 Euro. Grimm, weil? Ja, weil meine Brüder Grimm statt Grimm sind. Also ja, Grimm ist, Grimm. Ist, so, aus Berlin zu.
Ich habe vorhin gesagt, herzlichen Grüße aus der Brüder Grimmstadt, die Geburtsstadt der Brüder, Brüder Grimm, nicht der Brüder, der Brüder Grimm. Und deshalb heißt es natürlich Grimmstadt bei uns, das ist ein Gutscheinsystem, was viele Städte ja auch haben, dass man mit diesem Gutschein an ganz vielen Stellen in der Stadt dann einkaufen kann. Dieser Grimmstadt hat übrigens einmal für all gesorgt, also in der Corona, nach Corona-Zeit, haben die Stadt vorhin hier ein, ich sag mal, über 1 Million Euro schweres Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht. Das heißt, wenn Sie in Hanau Umsatz gemacht haben, belegt mit einem Bon bei Handel, bekamen Sie für verschiedene Margen als Kundin, Kunde Grimmschecks zurück, die wiederum Umsatz in der Stadt machen. Es war, glaube ich, eine der besten Aktionen, die wir so insgesamt gemacht haben. Also auch dafür taucht der Grimmscheck. Und jetzt wird er digitalisiert, also weiterentwickelt und bietet damit die Möglichkeit, wir sind große, haben viele große, gute Arbeitgeber hier in Hanau, Herr Reus, Evonik etc., bietet die Möglichkeit, digitalisiert den sogenannten kleinen Sachbezug abzubilden. Viele Unternehmen machen das ja und wird sozusagen permanent weiterentwickelt. Das ist eine von vielen Facetten, wo wir ja immer permanent versuchen, erklären, das Thema Handel, Gastronomie, Innenstadt, Themen zu verzahnen. Und das muss man nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, diese Aktion, also der Grimmscheck als Einrichtung, die gibt es ja so oder so. Und er wurde sozusagen eben erweitert um dieses Programm, was Martin Lübner gerade erwähnt hat. Das heißt, die Stadt Hanau hat gesagt, okay, das ist jetzt nach Corona-Zeit, die Läden sind wieder offen. Wir wollen da einen Anschub für die Läden haben und auch die Gastronomie. Und in den teilnehmenden Läden hat mal seinen Kassenbon aufgehoben, ist dann zur Stadt gegangen und hat gesagt, hier guckt, das habe ich alles lokal gekauft und hat je nach Umsatz gestaffelt, prozentual steigend, bis zu 20%, glaube ich, war das Maximum bei 250 Euro Kassenbons, die du eingereicht hast, kriegst du dann bei 50 Euro Grimmschecks. Die sind natürlich wiederum nur einlösbar in diesen lokalen Läden, in denen da vorher eingekauft wurde. Wir haben auch geprüft, ob das preisbindungsrechtlich, ob ihr da teilnehmt. Ja, war okay. Ich setze mal von aus. Ja, und also wo die Kommune tatsächlich die Verbraucher entlohnt für den lokalen Kauf mit etwas, was dann nachher wieder in den lokalen Handel und Gastronomie fließt. Das gab es zweimal. Wie viele Läden machen da mit? Wie viele Partner? Durch diese Aktion hatten wir dann mal am Ende 180, glaube ich, Stellen. Jetzt durch die Digitalisierung, auch ein interessanter Aspekt, sind wir gerade wieder geschrumpft, was dokumentiert eigentlich immer ganz gut, dass der Handel generell, digital nicht so weit ist, wie er sein muss. Das ist wiederum eine ganz andere Facette. Wir glauben, dass man, also ich bin großer Fan, ich würde mein Buch immer nur hier also vor Ort kaufen, aber Unternehmen sind heute nur überlebensfähig, indem sie digital auffindbar sind. Das heißt, sie brauchen eine professionelle Website. Sie müssen, die Menschen sitzen irgendwo, googeln, was gibt's hier in Hanau? Also muss man einfach haben. Und das ist ein Teil unserer Bestandsunterstützung, dass sie kostenlosen Beratung von Profis bekommen als Unternehmer und die gucken sich ihre Seite an und sagen, wie können sie das besser machen. Ich bin manchmal wie sauer Bier angeboten, weil auch da interessant, nee, will ich nicht, brauche ich nicht. Also will das heißt, die Facetten sind vielschichtig. Aber das ist natürlich ein wunderbarer Kreislauf, dass also das bei Local auf die Art und Weise wirklich gefördert wird und erfolgreich, wenn so viele Partner mitmachen, dann erfolgreich gefördert worden ist. Impuls, genau, also auch ein Modell, was sich wahrscheinlich relativ leicht für andere Städte auch umsetzen ließe. Wir geben ja hier nur Anregungen. Also wir würden das natürlich gerne dann irgendwann mal erfahren, wenn Sie das dann mal zurückspiegeln in ein Jahr oder 2 Jahren, wenn wir uns wieder treffen zu unserer nächsten EG-Regionaljahr. Veranstaltung, dass Sie uns dann einfach mal erzählen, was Sie in Ihrem Ort vielleicht Sie haben anstoßen können. Also Frankfurt bräuchte sowas zum Beispiel. Da wird nur investiert in Immobilien und so. Ja, Lothar, ich würde
bisschen so insgesamt auch auf die Regionalität und die Regionalliteratur zu sprechen. Also welche Bedeutung das jetzt eigentlich dann in diesem Umfeld mit den Bi-Local auch hat. Nur in Deutschland, so wie wir auch, und Regionalität ist... Alle Vorstufen, alle Zuarbeiten finden in Deutschland statt. Wir gucken schon seit Anstand. Ja. Es gab einmal eine Kooperation, Norditalien gedruckt, okay, ja. Also insofern sind wir, was die Steuern anbelangt, ganz klar verwurzelt. Verwurzelt sind wir vom Programm und all dem, was wir an Impulsen geben, Hessen und Thüringen, weil der Waldemar-Kramer Verlag, der ein hessischer Verlag ist, ursprünglich in Frankfurt entstanden, jetzt nach Wiesbaden verzogen, und die Weimarer Verlagsgesellschaft natürlich in Weimar begründet wurde und mittlerweile eben auch thüringenweit Bücher publiziert. Das ist das grüne Band in der Mitte von Deutschland. Ja, und was war das? Geht so lange, das grüne Band. Stimmt, das war jetzt die falsche Zeit. Unser Angriffsband. die Impulse für die Zusammenarbeit mit Buchhandlungen sind klar. Wenn der Autor, die Autorin vor Ort ist, ein Thema bearbeitet, dann wird das natürlich entsprechend wahrgenommen und die Veranstaltung entweder bei uns im Verlagsgarten oder im Pariser Hoftheater in Wiesbaden, oder wir waren letzte Woche in Frankfurt mit dem Thema, wir haben ein Buch zu dem Europaviertel gemacht. Und das war ja auch so eine und ist eine hochumstrittene Stadtteilentwicklung. Über viele, viele Jahre. Ich habe viel gelernt bei diesem Projekt, sehr komplex. Was alles gedacht werden muss, Rahmenbedingungen, Gesetz und so weiter, Novellierung und. Man kommt hinten nach 25 Jahren was raus, wo du am Anfang wahrscheinlich dir das ganz anders vorgestellt hast. Das muss ich auch sagen. Das heißt, das Oberviertel ist ein Viertel in Frankfurt, was komplett aus dem Boden gestampft wurde. Und allen Häusern und allen. Ehemaliger Güterbahn. Ehemaliges Gelände von der Bahn. Also ganz klar, und das ist ja der schöne Kreislauf, an meiner Stelle sollte der Jürgen Kohn hier sitzen, der jetzt von Düsseldorf aus arbeitet. Schöne Grüße auch. Genau, schöne Grüße nach Düsseldorf. Er macht es ja vor, klar, strukturiert in Buchreihen, die regionalen Impulse umgesetzt werden können. Bei uns sind es Einzelprojekte und er macht ein sehr seriöses Programm, dass die Region zum Glänzen und zum Swingen bringt. Ne? Ja, das zeigt aber auch, dass eben regional ja nicht nur etwas sein muss, was sich nur auf den einen Ort bezieht, sondern eben auch deutschlandweit funktioniert. Das ein Titel zum Allgäu auch ein Regionalbuch ist, aber der Verlag nicht unbedingt im Allgäu ansässig sein muss. Also von daher ist das wirklich ein schönes Wechselspiel. Und ich finde es klasse, die Idee auch mal von der Regionale auszugehen und dieses Thema mal so anzupassen, kann ich nur sagen. Es freut mich zu hören, weil Luther Wekel ist ein, nicht nur Verleger, sondern auch Vorsitzender vom Landesverband Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Ja. Also in dem Verein des Deutschen Buchhandels. Genau. Lange Kette von Worten. Ja, die, was Sie erwähnt hatten, dass es ja eben etliche regionale, überregionale und Regionalverlage gibt, ist ja auch ein Zeichen der Professionalisierung. Ja. Also früher waren Regionalika doch oft eben auch vor Ort verlegt, gemacht in semi-professionellen Zusammenhängen, Selbstverlag oder ganz kleine, eben nur regional bezogene Verlage. Und das Thema haben ja jetzt eben Verlage aufgegriffen, die auf eine sehr professionelle Weise dann eben für viele, viele Regionen Deutschlands Bücher produzieren. Und dadurch kann natürlich ein ganz anderes Erscheinungsbild der Bücher und inhaltliche Qualität und so weiter
gewährleistet werden. Und das sind natürlich ganz wichtige Titel für uns auch, ja, aus diesen Verlagen. Das ist auch das, was die IG Regional ja gerne fördern möchte. Wir fördern Veranstaltungen. Wir haben ein Best-Practice-Papier, was man auch der Börsenvereinsseite IG Regional ja runterladen kann, alles kostenfrei. Und wir haben eine Veranstaltungsreihe initiiert vor ein paar Jahren, die Regionalbuchtage, die im September stattfinden, immer vom 15. September bis zum 30. September. Und im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe, die vom Bundesministerium für Inneres, Bau und irgendwas, ich sag mal Heimatministerium, das ist das Heimatministerium fördert diese Veranstaltungen, Buchhandlungen oder Verlage können sich also da, muss man sich nicht bewerben, man reicht sein Konzept ein und letztes Jahr haben wir 50 Veranstaltungen, trotz all der Krisen und so weiter, 50 Veranstaltungen zusammenbekommen, die in ganz Deutschland stattfinden, im Buchhandel oder eben auch mal auf einem freien Platz irgendwo, der vielleicht das nächste Mal ein Tafel ist. Und das ist eine sehr schöne Reihe, weil sie eben zeigt, wie vielfältig Regionalia sind und dass Regionalia überall stattfinden können. Und wir sind schon lange aus dieser Ecke raus. Regionalia sind irgendwie schlecht gemacht und mit der Hand gestrickt und auf dem Fotokopierer zusammengeklebt. Es gibt deswegen auch einen Preis, der nennt sich das schönste Regionalbuch, den wir von der IG Regionalia initiiert haben. Und von der Stiftung Buchkunst wird da genau hingeguckt mit einer Jury auch aus dem Buchhandel und aller anderen, um zu zeigen, es gibt wunderschön gemachte Regionaltitel. Und dieses verstaubte Heimatimage, das ist schon lange eigentlich obsolet, schon wieder weg. Und dafür auch eben unsere ganzen Veranstaltungen, die das dann auch nochmal zeigen. Es gibt natürlich auch ganz, ganz kleine Verlage, die super tolle Produkte machen, das muss man auch sagen. Ja. Und das wird auch so durch diesen Wettbewerb, sieht man das dann auch, wenn man die vorher noch nicht gekannt hat, ist das auch ein schöner Spot auf solche, auch kleinen Verlage. Also an diesen Veranstaltungen kann sich auch jeder beteiligen und jeder Verlag kann auch ein Buch einreichen. Also das ist mit keinen Kosten, doch 50 Euro. Also mit wenig Kosten. Würden Sie dann sagen, dass Ihnen das Regional Türöffner sind? Das ist eine ganz, ganz wichtige, eine ganz eigene, eigenständige Warengruppe, die man eben auch beobachtet und pflegt, weil das jetzt nicht so, kommen nicht die Vertreter, nicht so die großen Programme, die man so wahrnimmt oder ja. Aber es ist für uns also ganz wichtiger Markt und wenn ein neuer Führer hier für die Region kommt, sich, also je nach Buchhandlung, 30, 50, 100, 120 oder sowas Exemplar, das sind natürlich Zahlen, die sonst ganz, ganz selten zustande kommen. Und insofern ist es also eine reell wichtige Umsatzgruppe auch oder Warengruppe. Und es ist natürlich auch ein Stück Kundenbindung. Also die Menschen sollen sich hier zu Hause fühlen. Das ist so ein bisschen wie, was du vorhin erzählt hast von der Stadt. Ja? Also so auch die Kultur und dass es hier halt ein bisschen besondere Läden gibt. Nicht mehr. Das bewirkt ja eine Identifikation der Menschen mit der Stadt. Sollen sich ja wohlfühlen. Genau das sollen sie ja hier im Buchladen auch. Und dazu gehört eben Bezug dazu. Also seien es jetzt für alte HanauerInnen oder für Neubürger, die jetzt dann mal sehen wollen, was gibt es hier. Aber das ist schon ein ganz wichtiges Element. Ich glaube, insofern ist die Buchhandlung als Ort auch ein wichtiger Ort für die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt, mit ihrer Umgebung. Uneingeschränkt. Auf jeden Fall. Also bitte weiter fördern, liebes BMG. Wir werden auch den Titel nochmal. Und
Umgekehrt hat denn Regionalliteratur, nimmt die auch Einfluss auf die Entwicklung der Städte? Also gehen Sie hier stöbern und gucken, was gibt es denn so an bedeutenden Regionaltiteln, und da hole ich mir jetzt mal Inspiration, oder wie geht das? Also ein Stück der Wahrheit ist, dass ich hier oft stöbern bin. Ich stöber mich auch oft ins Gehen lassen, allerdings, also meine Suchbewegung eher eine andere ist. Aber natürlich haben die regionalen Verlage, auch regionale Titel, eine hohe Bedeutung. Also wir diskutieren ja auch immer, wenn Themen rauskommen, die auch die Region oder die Stadt sozusagen mit einem anderen Fokus betreffen. Und das hat natürlich eine hohe Bedeutung, klar, weil das sozusagen ja immer weg. Schön ist ja, es geht ja immer, im Grunde geht es immer ein Stück davon, sozusagen neben den Dingen von der Stamme, die wir auch haben würden, was ist sozusagen, was mein Leben hier an diesem Ort besonders macht, wissend, dass das überall so ist. Es geht auch gar nicht darum, dass wir besonderer sind als bla, sondern es geht darum, dass Menschen generell ein Gefühl haben, sie schlafen nicht nur irgendwo. Das ist ja eine der großen Untugenden geworden, dass man einfach irgendwo schläft und dann arbeitet man im Zweifelsfall auch noch den ganzen Tag von daheim aus irgendwo oder ist unterwegs. Und es ist nicht so austauschbar, es ist so bedeutungslos geworden im Prinzip, wo man lebt. Und da, wo es einem hin verschlagen war, aus welchen Gründen auch immer, sollte man ja auch, schön, wenn man auch lebt. Und das heißt, man ist auf dem Gas und man beschäftigt sich mit den Dingen der Region, im Idealfall oldschool, liest man sogar eine lokale Tageszeitung, ja, so die Dinge aus Papier. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich mich lokal beschäftige mit regionalen Themen. Ja. Also wenn ich irgendwo lebe, dann gehört es irgendwie dazu, wenn ich mehr als nur vom Schlafe arbeite. Ja, auf jeden Fall. Wobei es natürlich einfacher ist, sich in einer offenen Stadt einzubringen. Also wenn Hanau offen für solche Anregungen aus der Bürgerschaft ist, ist das toll, ist das möglich, aber eben viel zu selten. Also in Frankfurt habe ich das so nicht erfahren. Da, wo ich jetzt lebe, das ist kein Dorf, aber es hat so ein bisschen ein Feeling wie ein Dorf. Immer noch 8000 Einwohner, nennt sich Saulheim in Rheinhessen. Da ist es viel, viel, viel einfacher, teilzuhaben an der Stadt. Also da wir machen auch viele Veranstaltungen, auch also nicht nur im Rahmen von IG Regionalia, sondern eben auch Buchmessen und so weiter sind wir auch vertreten. Aber in Saulheim stehe ich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist viel einfacher dann. In Frankfurt würde ich mich jetzt nicht auf dem Weihnachtsmarkt stellen. Wir haben schon eine Weile was gehört und es gibt noch mehr Anregungen von der Seite Ehre Hanau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch langsam das Publikum noch Fragen hat oder Einwände oder vielleicht mal etwas beitragen möchte. Dann redet nicht so ein Quatsch, sondern wir haben doch genug Probleme im Buchhandel mit den Kosten, mit der Inflation, mit den niedrigen Preisen, mit den hohen Mieten. Was würde Sie so umtreiben? Sie dürfen jetzt gerne entweder chatten oder sich auch melden mit der Hand und Ihr Mikrofon anmachen. Ich glaube, man hört es dann hier. Es wird nochmal übersetzt. Sehr interessant, bis sich da was tut. Warte ich weiter. Die Innenstadt ging von der Agora, dem Marktplatz, aus. Und ganz toll fand ich, dass 1317 das erste Kaufhaus in Mainz entstanden ist. Also ich habe ja keine, wohne ja in der Nähe von Mainz, aber das wusste ich wirklich nicht. Die erste Frage ist da, also das Kaufhaus am Brand, und am Brand gibt es immer noch, da gibt es auch immer noch ein Einkaufszentrum, das jetzt zum Glück abgerissen wird. So schrecklich. Die erste Frage, bitte.
Ja, Frage nicht. Also es gibt auch noch ein Leben hinter Marburg, hinter Gießen. Das geht nördlich, das ist Nordhessen. Ja. Nur mal so zur Umschreibung, weil ich komme mir immer manchmal so vor, als würde ich in einem ganz anderen Bundesland oder in einem ganz anderen Gebiet leben. Also ich bin aus Borgen, das ist 50 Kilometer südlich von Kassel. Wir haben im Moment eine Innenstadt, Geschichte Zukunft Innenstadt. Mit 250.000 Euro wird das vom Land Hessen bezuschusst. Das war ein Förderprogramm. Ich glaube, Hanno war auch dabei damals. Oder kann sein, dass Hanno auch dabei war. Aber bei uns ist es halt so, dass wir einfach Freiräume, beziehungsweise was man Leerstände nennt, einfach jetzt mit Stipendien voll machen. Das heißt, voll machen, wir besetzen das damit und das wird jetzt ein Jahr getestet. Da übernimmt halt von diesem Fonds, würden halt die Nebenkosten bezahlt und dadurch wollen wir diesen Leerstand bzw. Freiraum beseitigen. Das ist halt auch schon mal eine Maßgabe, aber ich bewundere Hanau immer. Also wir sind hier in Borken, wir haben ca. 15.000 Einwohner. Das ist dann schon ländlicher Raum, Kleinstadt, aber es ist halt schwierig, so eine Innenstadt zu beleben. Und bei uns soll eigentlich auch das Ziel sein, ja, dass man in der Innenstadt bleibt, dass also die Verweildauer in der Innenstadt ist. Und ich bin auch andererseits Kommunalpolitiker. Ich weiß, wie schwer es ist, da Geld für locker zu machen. Aber die Idee, das mit der GmbH zu machen, das ist schon sehr gut, dass man dann sagt, man hat das Vorkaufsrecht. Aber da muss man natürlich auch Mehrheiten innerhalb der Politik haben, um das durchzusetzen, weil das ist ja auch nicht immer unbedingt ein Spaziergang. Auch für uns nicht. Ich meine, wie gesagt, ich laufe da besonders parallel. Also ich bin die Buchhändlerin im Ort und bin halt auch die Kommunalpolitikerin im Ort. Und da ist es auch so, dass halt auch immer ein Austausch stattfindet. Ne? Also wir sind ja auch Begegnungsstätte, will ich mal sagen. Da geht dann das Buch noch mit. Ja, noch eine Frage oder noch eine Anmerkung dazu. Ich finde das sehr gut, wenn man das so ein bisschen komprimieren kann und könnte das mal irgendwie so zusammenstellen, was es da halt auch für Projekte gibt, dass man sich da so ein bisschen austauscht. Die Projekte von Hanau, meinen Sie? Frau Lehmann, die Projekte von Hanau, meinen Sie jetzt? Die findet man tatsächlich alle auf der Internetseite von der Stadt Hanau unter Marketing. Und Hanau aufladen. Oder Hanau aufladen, genau. Also da ist dann auch das mit dem Förderprogramm dabei und dem Grimmscheck und so weiter. Genau. Ja, vielen Dank, Frau Lehmann. Also stimmt, Nordhessen ist eh etwas am Rande sozusagen. Wobei, wenn man von Norden kommt, ist das Erste, was man reinkommt. Es ist immer noch so ein Randgebiet zu irgendwas immer. Man muss einfach manchmal die Perspektive umdrehen. Ja. Ihre Frage ist beantwortet, ja? Ja, gut. Haben wir noch eine Meldung? Also Stipendien könnten natürlich auch eine Möglichkeit sein, etwas zu fördern. Interessant sind ja auch die Stipendien in den Orten, die selber ausschreiben oder ein Buch fördern, ein spezielles Buch zur Region fördern. Das habe ich jetzt gerade in Deidesheim in der Pfalz kennengelernt. Da ist dann der jeweilige Stadtschreiber nur 2 Wochen oder so am Ort, wird nicht finanziert, sondern in Naturalien ausbezahlt, natürlich in Wein, wie es sich vielleicht und in den 2 Wochen kann was entstehen, schriftstellerisch, wahrscheinlich eher nicht. Aber diese Autoren müssen dann zur Verfügung stehen. Die Bürger haben ein Besuchsrecht bei dem Stadtschreiber. Er kann ja nicht zum Schreiben. Ja. Ich glaube, er darf den Wein dann auch vorbeischlucken und mal gucken, und, was er denn da so treibt. Ja, also ganz, aber trotzdem auch ein schönes kleines Format, was nicht viel kostet und es funktioniert auch. Also, finden sich immer wieder Autoren, die da gerne mal
mit diesen Stadttouren ganz oben 14 Tage verbringen. War denn eigentlich, also jetzt, weil wir eben so mit dem Marktplatz und Begegnungsstätten und sowas haben wir von gesprochen, und es war, die Städte haben sich irgendwie entwickelt und es war alles ganz schön eine Zeit lang, aber kann man sagen, also früher war alles besser? Ist das so? Du bist Historiker. Natürlich kann man sich die Vergangenheit zu einem schönen Gemälde formen. Ob das dann unbedingt viel mit der jeweiligen Realität zu tun hat, war ich zu zweifeln. Also was uns aber heute ja viel mehr bewegt, ist wirklich dieser Blick nach vorne. Also es gibt ja unglaublich viele Formate, die sich darum drehen, wie wohnen wir in 2030? Wie arbeiten wir, in welchem Kontext, was sind unsere gemeinsamen Ziele und wie verbringen wir die Zeit, die wir als freie Zeit benutzen. Und insofern ist diese Stadtentwicklung mit dem, was wir auch als Verlage damit korrespondieren, machen können, so spannend, weil es immer nach vorne geht. Aus der Erfahrung beschäftigt sich mit dem und hat die Möglichkeit, doch Dinge so zu formen, in einem sicherlich nicht im einfachen Diskurs, aber doch, dass am Ende die Leute sagen, es ist gut und irgendeiner findet es nicht gut. Aber das wird nennen, das wäre dann wieder die Diktatur des Einheitlichen. Also ich würde also jetzt auch eher sagen, der Leerstand, der sich jetzt aufgetan hat in den Innenstädten und der merkwürdige Wandel, der da stattgefunden hat, ist eine unglaubliche Herausforderung. Also wenn ich nochmal auf Hannover zurückkomme, was macht denn jetzt mit diesen ganzen leeren Riesenkästen? Ne? Die Zeichnung, wie wir gesehen haben, wie die sich das dann vorstellen, das ist noch nicht wirklich ein Konzept. Und da finde ich, da sollte man wirklich mal nach Hannover schauen, weil in dieser Form, wie sie das praktizieren, habe ich das bisher noch nicht gehört. Also, das ist toller Auftakt, kann ich viele nur aus ganzem Herzen wiederholen. Ja. Es gibt eine Frage, die würde ich Ihnen gerne stellen, wie wird denn geworben für all die Aktivitäten? Macht das dann auch die Stadt oder Hanau aufladen? Wie vernetzt man sich und geht das dann auch vom Plakat über Social Media oder wie geht dieser ganze Bereich? Also als Hanauer sind wir natürlich grundsätzlich oder Geschichtenerzähler. Ne? Also wir klappern natürlich heftig. Wir machen das auf allen möglichen Kanälen. Wir durften lernen, dass wir selbstverständlich auch digital unheimlich viel erzählen. Wir haben einen eigenen Kanal, Hanau erleben, erzählen. Also wir leben auch ein Stück von medialer Aufmerksamkeit in der Tat. Also der Kunstkaufladen Dachlis war mal Gegenstand einer Sendung bei Barcelona und anderen Städten. Das ist dann deshalb, also erstmal ist es schön, ja, befriedigt auch die Eitelkeit, die uns wohnt, aber also diese ganzen Themen oder ZDF, Spiegel, Stern, wäre alles schon hier mal. Und regional natürlich vor allem, führt auch dazu, dass die Kollegin, die zum Beispiel die unsere Jägerin ist, sagen wir immer, also Konzepte, ja, wir kriegen wirklich auch Zuspruch von Menschen, weil sie wahrnehmen, dass hier irgendwas so passiert. Wir machen das tatsächlich auf allen Kanälen, wir machen es bis hin auch zu Oldschool mit Plakaten, Flyern etc. Aber das Ganze lebt davon, dass es klappert und wir nennen uns ja dann auch Komplizen, Komplizentreffen zum Beispiel machen, treffen uns in der Wirtschaft im Hof, das ist auch so ein Pop-up-Ding, wo früher Parkplatz war, und treffen uns mit Menschen, die auch von der Seite der Immobilie, aber auch von der Unternehmerseite her und tauschen uns aus, trinken wir das dann gemacht, ein Äppler. Und also das sind unterschiedliche, auf jeden Fall muss man die Geschichten auch erzählen. Wenn ich den Film, den ich da blöderweise vergessen habe, nichts zu tun, wenn Sie den jetzt gesehen haben, das sind Dinge, die sind aber hochglanz, ja, professionell erzählt die Geschichte.
lieber denn hier Hanau Aufladen betreiben, dann sind das Werbefilme. Ne? Die spiegeln natürlich nur ein Teil wieder. Ist klar, wenn man durch die Stadt geht, ist die Stadt wirklich vielschichtig. Aber man muss die Dinge erzählen und werben, klar. Nun hatten wir ja, unser Ausgangspunkt ist, wie können wir die Frequenz in der Innenstadt wieder beleben und hochtreiben? Gibt es Zahlen? Wissen Sie, ist das aufgegangen, das Konzept? Hat sich die Frequenz nach oben bewegt? Was wir regelmäßig ja messen können, ist ja jetzt ganz banal, wie die Frequenz in unseren Parkhäusern, die einfach ein Indikator sind, auch wenn uns alle wünschen, dass wir stark umsteigen, Fahrrad etc., aber trotzdem kommt halt eine relevante Größe unseres Umlands nach wie vor im Individualverkehr. Vor 2020, sage ich mal, vor, und hier in Hanau gab es ja auch ein ganz furchtbares Attentat, und dann die ganzen Themen Corona und all das, wenn ich das so vor, haben wir eine Entwicklung gehabt, die nachweislich, also richtig brutal nach oben ging, also von der Frequenz her. Nicht für jeden Unternehmer, jeden Einzelhändler in der Kasse, aber so für insgesamt deutlich, ich will jetzt nicht sagen Verdopplung, aber also nahezu, also von statt in einem kompletten Abstieg hinzu. Und wir sind jetzt mit all den Dingen, die wir so tun, kommen wir langsam wieder auf Niveaus vor Corona, was sich auch wiederum nicht bei jedem in Kassenbon widerspiegelt, logisch, ne, weil Verhalten, aber wir haben da eigentlich ganz gut, kommen da so ganz gut um die Ecke. Aber eindeutig ununterbrochene Kraftanstrengung, weil der Kranz der Probleme, der sich die Kollegen und wir uns dahinter auseinandersetzen, ist immer wieder heute, der hört auf, ne, was machen wir da? Und wir haben einen Kaufhof, von dem wir alle hoffen, dass er überlebt, das weiß aber auch keiner, ne, und ob der in 10 Jahren noch so, ja. Also die Probleme sind genug, aber insgesamt die Richtung nicht sicher stimmt und es zahlt sich aus, das wird das, was wir tun. Es gab heute, wir haben eine städtische Pressemitteilung, ich weiß nicht, ob du sie so kennst. Ermutigt zumindest den das IFH in Köln, was man ja auch bei uns in der Branche gut kennt, durch den Kölner Betriebsvergleich, macht regelmäßige Befragungen, und zwar Passantenbefragungen mit richtig umfangreichen Fragebögen. Und da will ich jetzt nur mal zwei Zahlen, Veränderungen von 2018 zu 2022 benennen. 2018 noch gesagt, der Befragten, dass sie zum Einkaufen in die Stadt gekommen sind. 2022 waren es 65%. Und ein anderer Punkt ist die Verweildauer. Wer war mehr als 2 Stunden in der Stadt? Das waren 2018 34% und heute sind es 49%. Also das sind schon Sprünge, das sind jetzt nicht, ja, wächst nicht in den Himmel oder so. Aber diese Tendenz des Einkaufs ist natürlich eindeutig und also ich fand es super Zahlen. Und es hat, glaube ich, knapp 1000 Menschen jetzt hier in Hanau, die Studie gibt es ja überall. Man hat uns sehr gefreut, das ist eine schöne Bestätigung. Ja. Aber es ist glaubwürdiger, wenn du es erzählst. Es gibt nochmal zwei Fragen aus dem Publikum. Ich lese es jetzt mal einfach vor. Welchen Tipp haben Sie für eine Kommune, 45.000 Einwohner, die noch so wohlhabend ist, dass die Stadt noch keine Notwendigkeit sieht, den lokalen Handel zu unterstützen? Sprich, muss das Kind, der Handel, erst in den Brunnen fallen, bevor neue Konzepte ausprobiert werden? Denn Ende 2022 schlossen auch in der reichen Kommune 3 Geschäfte, ohne dass bisher Nachfolgen in Sicht sind. Das ist eine Frage an den Volkswirt hier unter uns. Uns Menschen ist ja offensichtlich eigen, dass wir uns den Problemen dann zuwenden, wenn es fast zu spät ist. Also wenn wir die großen Themen nehmen, erleben wir das ja auch gerade bei Klima. Das heißt, da habe ich nicht wirklich einen Tipp für Sie, außer die Verantwortlichen, also das ist maßgeblich Oberbürgermeisterin, Oberbürgermeister in den Parlamenten, Sie als Händlerin, Buchhändler, was auch immer, gehen denen so lange auf die Pelle, bis sie mit ihnen in Dialog treten und sagen, wenn es so was passiert, wenn nichts passiert. Ja, also die Tendenz ist ja absehbar. Das heißt, auch wenn man sich noch sicher fühlt, dann
zu begreifen und zu verstehen, dass man natürlich jetzt handeln muss, weil es sonst in 4-5 Jahren eben völlig anders aussieht. Also die, glaube ich, geht nur, indem sie mit den Verantwortlichen darüber, auch vielleicht öffentlich, vielleicht auch über Aktionen, wie auch immer. Es gab in den 90er so Aktionen, die haben die Händler oft mal die Schaufenster alle schwarz geklebt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, um sozusagen zu zeigen, wie sieht in so einer Stadt aus, wenn es uns nicht mehr gibt und, ja. Also wenn Sie den Eindruck haben, dass in Ihrer Stadt niemand das Problem erkennt, ja, müssen Sie auch klappern. Oder selbst die Initiative ergreifen. Also. Es wird alle ereilen. Es ist immer dann, wenn jemand auch in diesen Zeiten aufhört, weil er sagt, ich habe das gehen rennen, ich habe keine Lust mehr, 6 Tage die Woche, so und so viele Stunden führen dann am Ende, ohne reich zu werden, steht dann, kippen die Dinge weg und. Das Nachfolgeproblem ist ja im Einzelhandel, also im Buchhandel, wo ich sagen kann, da ist ja, oder wo wir es jetzt alle kennen, ist ja evident. Ja. Und auch das, wenn man sich mal anguckt, welche Generationen sind da, die Ladenbetreiber, dann kann man sich überlegen, wie lange es noch irgendwie einigermaßen über die Runden gejuckelt wird und ab wann dann da keiner mehr im Laden steht. Ja. Und das Bemerkenswerte ist ja auch jetzt hier bei diesem Hanauer Programm mit diesen ganzen Top-Up-Geschichten und Gründerdarlehen und weiß nicht, Förderung. Das sind ja ganz überwiegend junge Leute, ja, ja, die aus einem bestimmten Spirit, weil sie irgendwas inhaltlich machen wollen und da engagiert sind. Und die wissen vielleicht noch gar nicht, dass wir dann nachher 60 Stunden haben. Wir haben einfach einen Drang, ihren Inhalt und ihre Handwerkskunst oder was auch immer zu präsentieren und nutzen ran. Angefangen mit. Und die kommen aber nicht reingeschneit und die kommen auch nicht in eine im Sterben begriffene, sich befindende Innenstadt, wo man schon sieht, irgendwie da war jetzt nur noch Handyläden und so. Und die verschulden sich mit 4 Euro. Ja. Aber ich habe von einem, es gibt noch eine weitere Frage gleich aus dem Publikum, aber ich habe von einem Laden gelesen, der als Pop-Up-Store Second-Hand-Sachen angeboten hat. Das ist vielleicht Lotters Glück. Das sind zwei, ja. Der von einem 19-Jährigen gegründet worden ist, der aber zuvor im Online-Handel ist. Okay. Glück ist ja Lotte. Also und das ist ja ein junger Mann. Wir sind der Noah und der ist jetzt auch umgezogen ins Forum, ins Einlaufzentrum. Und der hat in der Tat vom Online-Handel das probiert. Unser erster Pop-Up war übrigens ein Hunde, wie sagt man, Hundekram. Genau. Und auch vorher reiner Internethandel und dann die Dinge ausgeführt. Da hat die Presse getitelt, Hanau auf den Hund gekommen. Die zweite Frage. Wäre es größeren Städten theoretisch möglich, Strukturinformationen auch für Stadtteile, Kieze, Viertel etc. abrufbar zu machen? Ich nehme bei Großstädten oft lebendige Stadtteile wahr, von der beispielsweise Gründende nur erfahren, wenn sie direkt aus dem Umfeld kommen. Auch als Tourist suche ich lange, bis ich für einen Großstadt-Stadtteil die Veranstaltung herausgefiltert habe. Ja, das sind, glaube ich, da eigentlich zwei Fragen. Mhm. Es gibt, soweit ich weiß, erst in den Anfängen bei einzelnen Städten so eine Art Statistik von Leerstand, dass das mal systematisch erfasst wird und also einige City-Marketing-Agenturen machen das schon. Also ich weiß es auch aus einer anderen Stadt, aus der Pfalz, die das systematisch betreiben. Aber ich glaube, es ist noch nicht so verbreitet, dass Leerstand kategorisiert wird und aufgezeichnet wird. Ne? Also nicht mehr breit und tief, weil es halt auch mit viel Aufwand verbunden ist. Für die Frage, wie ist das, wenn man jetzt als Tourist in eine Region kommt und dann die Veranstaltung nicht findet? Also da kann ich ja nur sagen, Touristeninfo.
Aber das Problem ist ja, also am Ende, wenn Sie jetzt aus Berlin oder keine Ahnung, Großstadt, da haben Sie das gleiche Problem wie wir als Bestandteil einer Metropolregion Rhein-Main, dass oft das Kirchturmdenken in Anführungsstrichen die einzelnen Städte veranlasst, zu sagen, wir haben, Sie finden bei uns, was in Hanau los ist, aber wenn Sie sozusagen darüber hinaus böse, weil Deutschland alle hier ausgehen. Also natürlich muss der Gedanke sein, dass man sich immer, wie wir alle ein bisschen globaler denken sollten, auch immer regional verstehen müssen und wollen. Und das heißt, es kommt dann auch anders. Auch das ist, da haben wir Nachholbedarfe, auch logisch, dass man einfach sagt, okay, jemand, der hier lebt oder in der Region lebt, sollte komfortabel, auch digital übrigens, aber auch persönlich finden und sagen, WhatsApp in der Region. Also wo kann ich gut Fahrrad fahren, wo kann ich gut Bücher kaufen, wo kann ich Kulturangebote finden. Und die regionale Vernetzung ist auch ein Stück, also im Rhein-Main zumindest auf dem Weg über entsprechende Themen. Aber das ist, glaube ich, überall, gibt es, glaube ich, überall Nachholbedarf. Also die Frage kam allerdings auch eine Seite im Internet mit einem Partner. Ich bleibe an der Frage noch dran. Frau Simon zeigt mir gerade, es gibt noch eine Nachfrage dazu. Es gibt eine Internetseite von einer Gruppe Tag der Region, mit denen die IG Regional ja bei den Regionalbuchtagen auch kooperiert. Und die pflegen eine Landkarte von Deutschland, wo jeder seine Veranstaltungen eintragen kann. Und dann hat man zumindest die während der Regionalbuchtage und während dieser Veranstaltungskampagnen deutschlandweit alle Veranstaltungen auf einen Blick, nicht nur die, was mit Buch zu tun haben, sondern auch, es können auch Veranstaltungen im Biobauernhof sein oder sonst irgendwas. Aber es geht darum, die Region zu vernetzen und das auch darzustellen nach außen. Die Ergänzung dazu, die von regionalen Graswurzelbewegungen, da wird schon sehr, sehr viel gemacht. Was ich wirklich vermisse, auch in Bezug auf Wettbewerb von Städten und Stadtteilen, dass die von der Darstellung im Internet für potenziell interessierte Neugründerinnen, Neugründer in die Strümpfe kommen. Wenn ich als Neugründer beispielsweise sagen würde, ich habe eine Idee und ich möchte einen Standort besetzen und bis ich da alle Daten zusammen habe von Strukturdaten wie Einkommensniveau und so weiter und so fort oder auch Mietspiegel für Peripherie von Großstädten, da bin ich ja 3 Jahre unterwegs und da ist ganz, ganz, ganz viel im Argen, finde ich, auch für die Gründerszene, die mit neuen Ideen rankommen könnte. Ja, ich glaube, da sprechen Sie etwas Wichtiges an, Frau Butzmann, dass auch der Handelsverband HDE auf seinen Forderungsplan, Punkteplan geschrieben hat. Also die Behördengänge, die Zugänge müssen einfacher werden, offener werden und dürfen nicht so viele Steine in den Weg gelegt werden. Ja. Es gibt ein Pilotprogramm, was übrigens genau, glaube ich, das anspricht, was Sie gerade benannt haben, des Bundeswirtschaftsministeriums zusammen mit Fraunhofer. Ich glaube, wir waren 18 Modellkommunen, Hanau hat er auch mitgemacht, nämlich über eine digitale Erfassung lehren, tatsächlich dass sie über eine digitale Plattform, wenn sie jetzt sitzen irgendwo in Osnabrück, und interessieren sich für Flächen mit folgenden Konzepten und Ideen, tatsächlich digital finden, was in Hanau gerade frei ist, welche Lage das ist, welche Frequenz an der Stelle ist, etc. Das ist genau das, was man sozusagen, was jetzt da gerade aufgebaut wird und im Rahmen von Pilotversuchen ausprobiert wird. Dieses digitale Matchen. Sie haben eine Idee, Sie suchen was und finden dann nicht nur lokal, sondern mindestens regional, wenn nicht national, für Ihre Idee ein theoretisches Angebot. Das ist ein solches Pilotprogramm. Mhm. Interessant, sehr schön. Es gibt noch weitere Fragen im Chat? Nee. Ich habe noch eine Frage.
Dann kurz was. Ja, Holger möchte was sagen und ja. Hallo, Holger Kretschmer, Drescher Verlag. Wir haben auch immer schöne Regionaljahr-Bücher im Verlagsprogramm, Spreewald, Weimar zum Beispiel, Görlitz, Schlei. Und wir kommen da ganz gut in die Buchhandlung rein, haben aber wirklich große Probleme. Ich mache da auch immer viele Anschreiben und Anrufe, so in Touristinfos oder Museen reinzukommen, gerade in den Regionen. Und wenn das eben staatliche Stellen sind oder städtisch, meistens die Touristinfos, ist das wirklich ein zäher Prozess, der sich über Monate hinziehen kann. Dann sind die immer nicht da, die Verantwortlichen, die Leiterinnen oder Leiter. Ich weiß nicht, was Sie da für Erfahrungen haben, Tipps haben. Das habe ich gehört. Eben, die wollen auch viel mehr sozusagen da Prozente. Also man darf ja eigentlich im Buchhandel nie über 50% Rabatt gehen. Und bei Magneten oder so, da wird es schon jetzt hier, ist die Formel schon 1:3 ungefähr. Ne? Wenn ich den für 1 Euro einkaufe, wird er dann für 3 Euro plus Mehrwertsteuer verkauft. Das geht eben halt im Buchhandel nicht, dass man da 66% Rabatt geben kann. Jemand war auch von einem Reiseführerverlag hier. Ne? Und was haben Sie da für Erfahrungen oder Tipps? Also für uns ist das halt sehr schade, dass wir so schwer reinkommen in also Nebenmärkte. Es geht ja darum, wie man als Reiseführerverlag oder als Regionalverlag in diese Shops von Museen und Klöstern oder der Touristeninformation reinkommt zum Verkaufen. Das führt uns jetzt ein bisschen weg von der Frage, wie können wir die Innenstädte bewegen. Also ich denke, da können wir jetzt im Moment nicht ganz so drauf eingehen, dir da Hilfestellung zu geben. Es wäre ein Thema für die IG Regionalia. In Leipzig am Buchmesse Freitag treffen wir uns. Da wollte ich auch kommen. Das wäre ein Rahmen, wo wir sowas mal besprechen können. Und vielleicht gibt es dann Tipps aus der Gruppe. Ja, da wollte ich mit dabei sein. Wer hatte sich eben noch gemeldet? Ja, ich hatte eben in den Chat geschrieben, dass ich mich zunächst eigentlich bedanke für diese wirklich anregende Veranstaltung. Meine kleine Buchhandlung ist in Neunkirchen im Saarland, also jetzt ein ganz Stück weit weg von Hanau, aber immerhin in der zweitgrößten Stadt im Saarland mit fast 50.000 Einwohnern. Und wir sind sehr von Leerständen und Strukturschwäche und so weiter. Also das ist historisch bedingt, das würde jetzt auch zu weit führen. Aber bei uns war es auch so, dass 2020 der Kaufhof, also das große Kaufhaus mitten in der Stadt, geschlossen wurde. Und dieser Leerstand, der bereitet der Stadt natürlich großen Kummer. Die Stadt hat dieses Gebäude jetzt aufgekauft, aber wie es mit der Nutzung aussieht, da habe ich jetzt eben ganz spontan gedacht, also ich werde unserer City-Managerin auf jeden Fall empfehlen, sich Hanau Aufladen anzuschauen. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, soll ich es nicht nur der City-Managerin empfehlen, sondern auch unserem Oberbürgermeister. Da laufen verschiedene Dinge, um Innenstadt zu beleben, aber ich kriege immer nur mit, dass es irgendwelche Projekte sind. Dann werde ich auch mal gefragt und darf was sagen, aber leider sehe ich nie die Ergebnisse der Projekte. Das scheint mir auch so ein Problem zu sein. Und ansonsten, was ich auch höre in unserer Stadt und was mir auch zunehmend Kummer macht, ist, dass Kundinnen und Kunden zu uns kommen und sagen, wenn ihr nicht wärt, würde ich ja gar nicht mehr nach Neunkirchen fahren. Ne? Das hört sich im ersten Moment ja ganz schön an, aber im Grunde ist das ein Todesurteil. Und das ist nicht zukunftsfähig. Das ist mir vollkommen klar. Und trotzdem möchte ich ja auch, wenn ich mal diese Buchhandlung nicht mehr betreibe, hätte ich sehr, sehr gerne, dass sie vielleicht junge Kolleginnen und Kollegen übernehmen. Und dafür muss ich in unserer Stadt wirklich ein bisschen was tun.
Aber großes Lob an Hanau, diese Kooperation, an diese Veranstaltung. Also ich habe mir hier ganz viele Notizen gemacht und einige Ideen generiert. Und das braucht es einfach auch, um so ein bisschen dranbleiben zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Also wir wünschen natürlich Ihrer Stadt auch das Beste und Ihnen, dass Sie sich da ein bisschen durchsetzen können in der Kommunalpolitik. Aber es ist, wie eben die Frau Lohmann auch schon gesagt hatte, oder jemand anders war es, glaube ich, eine Stadt, wo dann anfängt, es leer zu stehen und dieser schleichende Prozess, den Sie vorhin ja auch schon mal erwähnt haben, den merkt man erst gar nicht und plötzlich ist es zu spät. Also ja, man muss früher anfangen, etwas zu unternehmen und Konzepte zu entwickeln und wenn es nur mal Kleinigkeiten sind, die man in die Hand nimmt. Und ich würde auch nochmal sagen, es sind es wird immer so, ja, Kultur, ja, und das Einkaufen und so, das sind jetzt so unten rangierende Faktoren, so nice to have, ja. Und wenn man sich das mal anguckt, das ist doch ein ganz großer Bestandteil der Lebensqualität. Und eine Kommune muss ja nicht nur aus Menschenfreundlichkeit oder so irgendwie für ihre Einwohnerinnen attraktiv sein, sondern einer Kommune muss ja darin gelegen sein, dass auch die Menschen dort bleiben, ja, oder dass vielleicht Menschen dorthin ziehen, weil das sind ja auch Steuereinnahmen, ja, und dass Leute, die auch eine gewisse Lebensqualität gerne haben möchten, dass die dort gehalten werden. So. Also das ist so auf den ersten Blick irgendwie scheinbar so nicht so wichtig. Und man muss wirklich sagen, also ich meine, das sind in Hanau noch viele Sachen, die da dahinter stehen. Das ist auch ein Bevölkerungszuwachs, der daher rührt wieder, dass viele, viele amerikanische Kasernengelände oder die sind schon ganz, ganz lange, seit 100 Jahren Kasernengelände, die haben die Amerikaner sozusagen übernommen nach dem Krieg und die sind jetzt seit 20 Jahren weg. Und das ist natürlich ein unglaubliches Entwicklungspotenzial, was dazu führt, dass Hanau zunimmt an Einwohnerschaft. Das ist ja auch woanders eine ganz andere Entwicklung. Ja. Aber auch da gehört es dazu, die Leute da zu halten. Und wie wir gesagt hatten, ne, nicht, dass sie da nur da wohnen, das sind auch Stadtteile. Und dann fahren die raus, wenn es nicht attraktiv ist, in die Hanauer Innenstadt zu kommen. Und das sind wirklich Überlebensfragen für die Kommune auch. Und nicht nur einfach so irgendwie heiti teil und hübsch oder so. Ja. Aber es freut mich, dass Sie so viel mitnehmen konnten, Frau Birk. Ich glaube, das ist eine Botschaft an den Lothar Wickel, dass er im Landesverband, andernfalls Hessen-Saarland, weiter sorgt, dass es wieder wieder Regionaltreffen gibt, wo man vielleicht dann einzelne Punkte mal vertiefen kann. Ja, vielleicht ja auch dann mal ein Regionaltreffen in Saarland. Das wäre doch schön. Gibt es? Martin, danke. Gibt es weitere Anmerkungen? Schon mal jetzt. Ich glaube, wir haben alle ganz viel mitgenommen. Kleines Fazit aus der Runde. Also Fazit habe ich nicht, aber ich habe noch ein was ich einfach gerne erzählen wollte. Viele kennen vielleicht, und wenn nicht, dann müssen Sie kennenlernen, die von mir sehr verehrte Liedermacherin Dota Kea, Kleingeldprinzessin früher, Straßenmusikant gefangen und so. Und die hat also neben vielen, vielen wunderschönen Liedern, hat die ein ganz kleines Lied gemacht, das heißt Schwangere Frauen im Baumarkt. Und der Tenor ist so, Mann, es gibt so viel Scheiß auf der Welt und so viel furchtbare Dinge und Entwicklungen, über die man sich Sorgen machen muss und so, ja. Und da kann dann manchmal so der Zukunftsblick verloren gehen. Und ich habe aber was gesehen, nämlich schwangere Frauen im Baumarkt mit Schrauben, Bügeln, Blättern unterm Arm. Und das ist sozusagen, das finde ich ein total tolles Bild. Und mir geht es wirklich so, ich sehe in Hanau auch immer wieder und zunehmend schwangere Frauen im Baumarkt und sogar im Buchladen. Und daran muss man sich einfach halten auch und muss sagen, es gibt
neue Leute, neue Kunden. Es gibt Menschen, die schätzen diesen Laden und die schätzen das, was hier neu passiert in der Stadt. Und ganz wichtig, dass man da einfach hinguckt und sich das zu Herzen nimmt. Ja. Jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten. Sie greifen zur Klampfe. Auf YouTube. Aber das ist eine. Und ich hoffe noch, es ist nur ein Bild und die schwangeren Frauen kommen jetzt hier morgen nicht mit dem Hammer und Säge rein und sagen, oh, das muss ich hier aber mal ein bisschen verändern. Immer was zu tun. Hast du ein Fazit oder möchtest du? Schönes Bild. Das muss man so stehen lassen. Ich gratuliere der IG Regionalia für diesen Auftakt. Wirklich aus ganzem Herzen Ihnen, Herr Biebele. Besten Dank für diesen Impuls. Den werden wir in alle möglichen Städte weitertragen. Und für mich ist es wirklich so, dass im Grunde genommen die Gemeinsamkeit und das an gemeinsamen Zielen, das ist das Movens, von dem das ausgeht. Wenn man das nicht im Auge hat, wird man auch in den Nebenstädten nicht weiterkommen. Also von daher freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Unser großer Vorsitzender von der IG Regionalia, der ist ja nur Co-Sprecherin, aber unser Hauptsprecher hat sich jetzt doch noch mal von seinem Krankenlager zu Wort gemeldet, glaube ich, und möchte was sagen. Ich habe nur mal die Kamera eingeschaltet und wollte mich einfach nur mal bedanken. Ich fand die Diskussion total spannend und toll und sehr anregend. Und es ging ja darum, eine Reaktion aus dem Publikum. Und meine Reaktion ist, ich finde, ihr habt das alle ganz toll gemacht mit vielen Anregungen und Ideen. Ich habe das ja auch an den Fragen der anderen mitbekommen, dass da viel angekommen ist. Und das hat mir gut gefallen, dass die IG Regionalia durch dich so toll vertreten wurde, Annette, und da immer wieder mal erwähnt wurde, was wir alles machen, fand ich auch ganz großartig. Und da freue ich mich schon, hoffentlich viele dann auch in Leipzig zu sehen auf der Buchmesse, wo wir verschiedene Punkte, die dann auch vielleicht ein bisschen stärker noch die IG Regionalia und weniger Hanau betreffen, dann nochmal etwas weiter ausdiskutieren können. Das ist aber eigentlich nur ein großes Dankeschön und schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Ich habe mich schon drauf gefreut, aber mein Meniskus hat es leider nicht zugelassen. Allen noch einen schönen Abend. Das Bild wieder ist nicht zu toppen, das muss ich morgen. Ob das komplett korrekt ist, weiß ich nicht. Sehr gut. Nee, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse, für die Diskussion, die wir hatten. Das ist ganz, ganz toll. Und ich glaube, Hanau ist an einer Stelle deshalb wirklich ein gutes Beispiel, weil wir so herrlich durchschnittlich sind, was unsere Probleme angeht. Also wir sind überhaupt nicht super toll, sondern wenn Sie nach Hanau kommen, sehen Sie total großartige Sachen und Sie sehen einen Berg von Themen, wo einem sofort einfällt, uiuiui, also einfach ganz normal. Und wenn wir hier mit so einem ganz normalen Berg von Problemen, aber eben auch total tollen Sachen uns bewegen, dann ist das, glaube ich, das beste Beispiel zu sagen, es lohnt sich immer, eben sich zu bewegen. Ja? Und das glaube ich. Ja. Herzliche Grüße aus Hanau und besuchen Sie uns mal. Und geben Sie dann hier natürlich auch nicht nur beim Dieter, aber auch Geld aus. Ja? Also ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit, die ja sicherlich sehr knapp bemessen ist. Aber bei den vielen Projekten, die Sie machen, bei unserem Gastgeber, möchte ich mich auf jeden Fall sehr herzlich bedanken. Sehr gerne. Schöner Rahmen in einer echten Buchhandlung, die sitzen. Als Botschaft auch an alle Hybrid-Teilnehmenden. Und herzlichen Dank für deinen Diskussionsbeitrag auch über Lothar Wickel. Ich darf zum Schluss mal sagen, mein Name ist Annette Siefers, ich bin die Verlegerin vom Peter Mayer Verlag. Ja. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Mitsprechen, Mitdenken und ich freue mich auch auf ein Wiedersehen. Also.